Hallo bei Supportnet Served. Heute geht es ja wieder los mit der Rückrunde bei der Bundesliga und an sich ist Supportnet ja nun kein Forum für Sportsfreunde. Aber ich habe bei Zeit Online eine sehr interessante interaktive Grafik gesehen, die ich euch mal vorstellen möchte. Und zwar geht es darum, wie viel kostet ein Tor, wie viel kostet ein Punkt, wie viel kostet ein Sieg und wie viel kostet jeder erfolgreiche Pass so durchschnittlich. Das ist hier in einer Grafik also aufgelistet für alle 18 Bundesliga-Clubs. Ich kann die aber auch erstmal ausblenden und dann sagen, für was für Vereine ich mich besonders interessiere. Ich wähle da mal Bayern München, Borussia Dortmund und da wir ja hier aus Berlin senden, noch die Hertha. Da seht ihr also, während Bayern München über 1 Million pro Tor ausgibt, verglichen mit dem Spieleretat, kommt Borussia Dortmund mit knapp 600.000 davon und die Hertha gibt immerhin pro Tor noch gut 500.000 € aus. Bei Kosten pro Punkt verhält sich das ganz ähnlich. Dortmund kommt also mit relativ wenig Kosten auf einen sehr guten Tabellenplatz, während die Hertha ungefähr gleich viel Geld ausgibt, aber irgendwo im Mittelfeld herumdümpelt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Hertha nicht so besonders viele Punkte bisher erzielt hat. Die gibt also sehr viel Euros aus pro Spiel, kann sich damit aber nicht durchsetzen. Borussia Dortmund scheint mit seinem Etat wesentlich effizienter umzugehen. Man kann sich das auch nochmal als echter Fußballfan anzeigen lassen, was das pro erfolgreichen Pass bedeutet. Auch da scheint also Bayern München dem europäischen Spitzenreiter Barcelona bislang am nächsten zu sein. Was dahinter steckt, wird auch in einem kurzen Video erklärt. Ich kann diese Seite also jedem ans Herzen legen, der sich für Fußball und Mathematik interessiert. Ich finde das grafisch sehr interessant umgesetzt. Bis zum nächsten Mal bei Supportnet Surft. Tschüss!